Einen wunderschönen, was auch immer. So, habe ich es geschafft, das Bäuerchen noch zu erledigen, bevor ich live gegangen bin. Oder hier, Kamera, Ton, dies, das. Gut, neues Projekt. Mal was ganz anderes. Hatte ich irgendwie schon lange so auf dem Schirm, wollte ich immer mal machen. Und zwar jenes hier. Nennt sich Great Ball Contraption. Das ist anscheinend so ein Oberbegriff für solches Art von Modell. Logarithmic Ball Calculator. Logarithmischer Kugelrechner. Zähler. Eigentlich ist es ein Zähler. Der rechnet eigentlich nicht, sondern erzählt. Aber egal. Problem. Ich habe keine PDF gefunden. Vielleicht ist ja wieder jemand schlauer als ich. Das wäre ja nicht das erste Mal. Und findet die Anleitung online, wäre ich sehr, sehr glücklich. Es ist die 26.012, steht ja auch im Streamtitel. Die 26.012, ich habe keine Anleitung als PDF gefunden. Deswegen müssen wir sie hier auf den Schreibtisch legen. Deswegen schalte ich auch jetzt mal auf den Schreibtisch. Und wir sehen meine schöne neue Baumatte. Wir sehen auch schon so ein bisschen sortiertes Gedöns. Ich muss nur mal sehen, wie ich das gleich mit der Anleitung mache. Hier sehen wir, das sind Liftarme und Beams. Das hier sind Technik-Bricks. Hier hinten ist so ein bisschen normales Genoppe. Hier sind so ein paar Fliesen. Hier sind so ein paar Einer-Zweier-Bricks. Hier sind zwei von diesen hohen Zweier-Bricks. Ein paar also einmal X Fliese und Plate, einmal X Brick. Ja. Hier ist so ein bisschen einmal 4, einmal 3, zweimal 4. Das ist leider sehr viel, sehr viel verschiedene Teile. Hier sind so ein paar größere Oschis. Hier sind ein paar Technikkomponenten. So ein paar, obwohl die könnte ich natürlich eigentlich, nach meiner Logik müssten die eigentlich hier hin. Gut, also hier habe ich jetzt nur noch diese Jungs. Hier hinten habe ich, achso, das sind die schwarzen Pins, die der Hersteller geliefert hat. Das sind ja die normalen Pins. Hier sind die schwarzen Achspins, die ich mir gekauft habe. Hier sind schwarze Pins vom Hersteller und Zahnrad und ein bisschen Gedöns. Hier ist mein Vorrat an schwarzen Dreierpins. Das habe ich schon mal aussortiert. Also das wären die blauen Pins gewesen, die mit dem Set geliefert wurden. No way. So. Und jetzt muss ich halt sehen, wie ich mein ganzes Gedöns hier ausbreite, damit ich bauen kann und auch noch Platz für die Anleitung habe. Wir schauen mal. Also hier war ich ein bisschen enttäuscht. Also diese schwarz-gelben sind uninteressant, aber die hier werden noch wichtig. Also die Einsen, die Nullen, die X, die muss ich auch aufkleben, weil sonst ergibt das wenig Sinn. Hätte ich mich gefreut, wenn das Drucke gewesen wären. Wir haben Electronic Parts, wir haben einen Motor. Wir haben einen Motor und einen Batterieblock, aber das ist so primitiv, das teste ich jetzt nicht vorher. Da kann ich notfalls auch für Ersatz sorgen. Genau, Akkus rein, Motor, bla bla. Bauschritt, achso, was mache ich mit dir? Lege ich dich hier vorne rein oder nehme ich dich als Lesezeichen? Nehme ich als Lesezeichen. Wir gehen jetzt nicht die ganze Anleitung durch. Wir fangen einfach an. Bauabschnitt 1 von, das sind, glaube ich, sind das 5? Hier steht 5. Ja, und hier steht ja auch, welche Seitenzahlen zu welchem Bauabschnitt gehören. Also, wir fangen einfach mal an. Ich gucke, wo ich hier mit der Anleitung hinkomme. Ich habe hier noch ein bisschen Kabel gedünst. Sobald ich meine schwarze Fließjacke nicht anhabe, ist es mit der Verkabelung alles meh. Gut, hier steht netterweise bei, dass das einmal 12 ist. Und dafür habe ich ja hier meine Matte. Einmal 12. Ha, das ist so ein Träumchen. So, nochmal einmal 12. Und das ist ein einmal 6, der wird mir nicht verraten. Und das kommt der einmal 6. Und wir verbinden den mit dem. Genau, einmal 6 Fliese steht auch dran. Einmal 1 Fliese habe ich hier. Einmal 2 habe ich hier. Slope. Wo habe ich? Doch, da. Ich sage ja, es sind unheimlich viele Teile, unheimlich viele verschiedene Teile. Was es ein bisschen schwer macht,
Mit dem Sortieren. Okay. Was brauche ich noch? Eine 1x4 Plate habe ich hier. So, jetzt ist es hier ein bisschen schwer zu erkennen. Achso, wir machen erstmal Sidebill. Wir machen jetzt erstmal dich. Fliese. Plate. So, ein bisschen aufpassen. Und das Ganze kommt. 1, 2, 3, 4, genau. Und dann kommt hier die Fliese. Genau. Oh, muss aufpassen, dass ich mir die Anleitung nicht zerreiße. So, wieder ein 1x4. Okay, das ist schade, dass sie das nicht dazu geschrieben haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bist du das? Kann ich jetzt... Ach, hier habe ich ja sogar eine Schablone für Technik-Bricks. Ich bin begeistert. 9. Ich musste nur selber erstmal zählen. Leider. Okay, dann kommt hier der da unter. Und dann kommt hier, das ist jetzt einer. Ich habe hier wirklich Riesen. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stimmt, die Zahl ist ungerade, ne? So, wenn das ein 9er ist. Ist das denn der 13er? Gucken, 13. Die Baumatte ist geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich die schon gleich so gut gebrauchen kann bei diesem Set speziell. Okay. Jetzt habe ich hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das müsste so einer sein. Gucken. 11. Zwei Stück miteinander verbinden, hier dran setzen. Okay. Na, es wird schon lustig werden, weil das wird ja großräumig werden. Aber dafür habe ich ja den großen Schreibtisch. So, dann haben wir hier eine Achterachse. Wo waren die Achsen? Hier waren die Achsen. Achterachse. Wo habe ich... Warte mal, die habe ich hier. Die muss ich mir auch mal dichter ranholen. Hier sind die ganzen Technikkomponenten. Dich brauche ich. Zwei Achsstopper, die leider grau sind. Gut, hätte ich jetzt... Ich hätte in meinem eigenen bestimmt welche in schwarz. Eine Zweierachse in schwarz, sehr lobenswert. Zwei große Pins in schwarz, auch sehr lobenswert. Achso. Und hier wird das Ganze zusammengebaut. Okay, Achsstopper. Bisschen weiter das Ganze von dieser Seite, die Achse nach oben. Okay, Leute, jetzt wird es natürlich interessant. Also wir sind bei diesem 1, 2, 3, 4, 5. Da muss man aber wirklich höllisch aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt der, dann kommt der, dann kommt das. Okay, das kommt dann erstmal zur Seite. Kommt es ganz weit weg. Und wir zählen wieder 1, 2. Das war der, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. 13. Jetzt weiß ich auch, warum ich so viele von diesen Plates hier habe, weil die verbinden das immer. Noch zwei von euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 wart ihr. Ihr. Und... Ja, dann bleibt eigentlich nur der übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das waren die 9er. Ist jetzt nur die Frage.
Okay, also ich habe das Mittelteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also der Neuner kommt hier hin. Oh, bin ich froh, wenn ich diesen Teil fertig. Es fängt ja schon herausfordernd an. Jetzt klicke ich mit der Maus bei OBS unten einfach irgendwo hin, weil ich die Anleitung weiterblättern will, die ich nicht habe. Warte mal, mir fällt gerade was auf. Also, ich brauche einmal kurz dieses hier. Ich brauche einmal kurz diesen Dialog. Ich erkläre gleich, was ich mache. Ich muss jetzt nur mal ein bisschen gucken. Also, dieser Farbton hier, der stimmt ja vorne und hinten nicht. Jetzt muss ich nur mal gucken. Weiß ab gleich. Besser? Schlechter? Sehe ich überhaupt einen Unterschied? Also ich ändere jetzt gerade in meiner Schreibtischkamera, ändere ich gerade den Weißabgleich in der Software, aber ich sehe nicht, nein, hat keinen Effekt. Okay, dann nicht. Müssen wir mit den Farben so leben. Bin ich ein bisschen Perfektionist. So, jetzt. Ich habe nämlich noch eine Nummer größer hier. Wo fängt er an? 15. Das ist der 15er. Achso. Der kommt ganz offensichtlich dahin. Und das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11er. 11er wart ihr, ne? 11er. 11er wart ihr. Gut. Jetzt haben wir den. Eins, zwei, nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Soweit, so gut. Oh, Jumper Plates. Vier Jumper Plates. Eins. 2, 4, eine normale und eine 1x4 Fliese. Man beachte das Drehsymbol. Gut, fangen wir an. Wir haben hier das. Da stimmt was nicht. Ich hab das überblättert. Ich habe etwas überblättert. Ah, die sind da. Bist du das? Genau. Nee. 2x10. Doch. Ach, weil ich hier den falschen erwischt habe. Ich wollte zwei 2x4er erwischen. Guck mal, jetzt habe ich es gedreht, aber ich hätte es eben erst. Ach, es fängt ja schon wieder gut an. So, jetzt haben wir hier. Ah, jetzt kommt diese ganze Geschichte. Okay. Einmal, einmal 8. Wo habe ich euch? Das ist 6. Das ist 8. Von den 8ern brauche ich 4 Stück. Dann brauche ich aber noch einen 8er. Davon, dann brauche ich 2. Hey. Da. So. Also nochmal. Machen wir mal wie eine Abbildung. Der. 4 Fliesen und 6 normale. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4.
Okay. Das wird hier alles jetzt in einer Abbildung erklärt. Ah, ich gehe mal aber scharf davon aus, dass das symmetrisch ist. Also, wir fangen auf beiden Seiten mit dem mit dem Achter an. Dann kommt ein Vierer. Ach, der Vierer ist immer genau da, wo unten auch der Vierer ist. Das ist natürlich praktisch. Das hilft natürlich dabei, das wiederzufinden. Ah, ich bin begeistert. So, dann kommt ein Sechser, ein Vierer, ein Vierer, ein Vierer. Stopp. Nicht zu viel. Auch hier kommt ein Sechser. Ups. Also ganz symmetrisch ist es ja doch nicht. Ein Vierer, ein Sechser und hier, das ist ein 1, 2, 3, 4, 5, ein Achter. Wunderbar. Aber wie gesagt, hier am Ende laufen die ein bisschen auseinander. So, jetzt darf ich drehen. Okay. Nun aber. Plate. Jumper. Jumper. Fliese. Jumper, Jumper. Ah ne, die liegen jetzt wieder. Ne, liegen sie nicht gegenüber. Liegen nicht genau gegenüber. So, einen kurzen Technik. Wo habe ich in die. Da ist der kurze Technik-Brick. Slope. Einer Plate. Einer Fliese. Einmal sechs. So. Wir sind immer noch hier. Okay. Die soll hier hin. Hier hin. Und gegenüber bauen wir jetzt sowas Ähnliches, wie wir schon. Ach so, Moment. Da muss noch der. Die einer Plate soll hier von unten ran. Und dann kommt das. Das heißt, wir haben hier irgendwie so eine. Sieht man nur von der Seite. So. Genau. Alles klar. Was nun? Drei schwarze Pins. Ein. Umdrehen. Und den Zweier Liftarm. Eins, zwei, drei. Okay. Blaue Pins. Mark. Schwarze Pins. Technik Bricks einmal zwei. Drei Stück. Wieso ungerade? Achso, nee. Anders mal. Anders, anders. So, der kommt jetzt da durch und der kriegt auf der anderen Seite auch einen, aber auf der anderen Seite kriegt er keinen. Das schwebt hier ein bisschen. Das ist nicht schön. Gut. Oh. Keine Nudeln, trotzdem Rahmen. Da sind sie. 2 mal 10. Zwei Stück. Sind das Zähne? Moment, ich brauche mein Maß. Das sind Zähne. 1, 2, 3, 4. Ach, das ist nur eine Achter. Gut. Genau, da seid ihr. Von denen hier 2 mal 2 Fliesen habe ich nämlich auch ganz viele. Weiß ich nicht, warum sie nicht 2 mal 4 Fliesen. Egal. Oh. Und obendrauf wieder, so wie vorhin.
Und das Ganze kommt hier. Kurzes Erdbeben. Acht Stück viermal. Eins. Ist nicht, sind auch noch ein paar längere dazwischen. Drei. Und noch ein paar Dreier. Vier. Und die kommen jetzt. Na gut, da sind ja auch die Plates unter. Zweimal 10 Bricks und viele Viererfliesen. Moment. Ah, das, oh, jetzt habe ich es verstanden. Also erstmal die wieder. Wie eben auch. So, da oben drauf. Da ist auch noch eine 2x3 Fliese drin, da muss ich aufpassen, dass ich die nicht erwische. So, und weil ihr jetzt ja sozusagen was fehlt, kommen jetzt noch 8. 2, 4, 6. Davon habe ich hier auch eine ganze Menge. Einmal 1. Na, schon ordentlich. Aua. Ja, das ist, wenn ich mit Klemmbaustein, das Klemmen nehme ich gerne wörtlich und klemme mir Haut ein. Solange es noch in den Fingern ist. Gut. Oha. Wieder so eine Konstruktion. Zack. Nein, du bist der kleine Bruder. Und du bist der große Bruder. Na. Vier, aber diesmal kommt der jeweils. Fussel. Wo habe ich die hier? Jeder nur eine Plate. Das ist eine Fliese. Und weg. Und die kommen jetzt wenig überraschend da oben drauf. Schön. So schwarz. Sehr schön. So, das verzieht sich mal kurz zur Seite. So, jetzt bauen wir hier dieses Gedöns. Dazu brauchen wir ein großes L. Und wir brauchen zwei schwarze Pins. Ich habe ja gesehen, ich habe viel zu viel bezahlt für mein. Ich habe mir bei eBay so schwarze Pins gekauft und dann habe ich gesehen, bei Blue Bricks kriegt man die für ein Appel und ein Ei. Da war ich auch wirklich zu blöd, dass ich da nicht drauf gekommen bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr seid die Neuner. Mal kontrollieren. Ja, muss ich hier gucken. Genau, weil die Zahl richtet sich nach den Pinholes, nicht nach den Noppen. So, und dann sollen aber zwei übrig bleiben. Also ich habe jetzt irgendwie 15 Euro für 100 Pins bezahlt. Also für 100 schwarze Pins. Also diese Dreier. Und bei Blue Bricks kriegt man 200 für 6 Euro oder so. Ja. Gut, jetzt noch, Gott, sechs Stück. Drei und drei, jeweils übereinander gestapelt. Und mit Jumper Plates oben drauf. Jumper Plates, Jumper Plates, Jumper Plates. Hier, das zum Thema, ich klemme Haut ein. Ich merke das schon nicht mal mehr. Aber dafür kann man hinterher mit einer DNA-Analyse feststellen, dass ich das Set gebaut habe. Weiß nicht, ob das so gut ist. So, nee.
Ich dachte gerade, das kommt doch gar nicht hin. Doch, doch, doch. Doch, 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 doch. Noch mehr davon. Ah, aber auch noch Fliesen. Fliesenwiesen. Und. Nee, was ist das denn jetzt? Okay. Blauer Pin. Wo ist meine. Schwarzer Pin. Schwarzer Pin. Ach, das ist hier. Nee, jetzt muss ich aufpassen, weil das eine ist ja jetzt ein schwarzer Achspin und das ist der schwarze normale Pin. Und außerdem brauche ich meine Dreier-Pin, halben. Okay. Ich weiß nicht, wo der hingefallen ist. Bist du hier noch irgendwo auf meinem Schoß? Ich habe nicht mal gehört, dass er auf den Boden gefallen ist. Egal. Davon haben sie mir ja hoffentlich ein paar mehr mitgegeben. Und wenn nicht, habe ich noch selber haufenweise davon. Da. So. Ach, schön, dieses Schwarz. Und wo kommt ihr jetzt hin? Da kommt ihr hin. Genau. Zwei Pinholes zu sehen, ein Pinhole zu sehen. In der Anleitung ist da ein blauer Pin, bei mir ist da ein schwarzer Pin. Gut, Moment, wird das hier irgendwo, habe ich jetzt verpasst? Ja, das wird hier irgendwo angebaut, wollte ich gerade sagen. Hier ist die Konstruktion und du kommst jetzt hier hin. Zack, zack. Und das Ganze wieder zur Seite, weil wir wieder was bauen. Ich gehe davon aus, dass es wieder zwei davon sind, weil muss ja passen. Da kommen jetzt aber erstmal wieder Fliesen. Dann zwei Sechser. Einmal zwei Technikbrick und zwei, wo habe ich euch? Da habe ich euch. Also ihr knatscht aufeinander. Ah, jetzt wird es aber tricky, weil wir gehen ja hier zwischen. Ne, wir wollen ja wieder auf diesen Abstand kommen. Hoffe ich jedenfalls. So richtig erklärt. Ah, doch, hier die Pfeile deuten es an. Die Pfeile deuten an, dass man nicht sozusagen nicht Noppe auf Noppe, sondern versetzt. Dann kommt hier ein Brick. Hier kommt ein Technikbrick, ein Einser und einmal zwei und zwei einmal eins Bricks daneben und ouch. Langsam jetzt. Dann wieder Jumper Plates. Jumper, Jumper. Wie tief ist das Wasser? Moment. Nee. Jumper, Jumper. Jumper. Und ein 1x2 Brick kommt hier hin. So. Also hier ist ein Pinhole. Ich gehe davon, das sind wieder die, weil sonst wird es nicht passen. Ah, wir bauen wieder dasselbe in grün. Nächstes Mal machen wir erst die Fliesen drauf. Holen uns zwei davon. Deine Bestellung ist was? Ist bereit für die Spedition. Das ist schön. Ihr habt heute hat der Händler gesagt, die Ware wäre an den irgendwie, weiß ich nicht, Paketdienst und jetzt reden sie von Spedition. Das ist schön. Es ist ja auch nur ein Fahrrad. So, also dieses kommt hier drauf. Ist echt, echt spannend. Wo habe ich dich? Da, da,
zwei davon, die verbauen wir mal sofort, damit wir es nicht, damit wir sie nicht verbaseln. Und da kommen zwei normale. Moment. So rum. Ja. Ja, das ist natürlich. Da sollte man nicht so sehr gegendrücken, weil das ist ja nur auf beiden Seiten nur von einer Noppe gehalten. Oh. Sehr witzig. Besonders komisch. So. Nein. Dahin. Muss ja ein Brick zwischenpassen. So, sieht es dann jetzt richtig aus? Eine Elberachse. Komm her. Elberachse. Achsstopper. Zahnrad groß und klein. So. Müssen wir uns das von unten angucken? Oder von da angucken? Oder von da ist egal. Auf jeden Fall. Ja. Also. Das ist das Ziel. Jetzt soll hier der Achsstopper hin. Das ist wieder ein Job für meinen Schraubenzieher. Das ist echt fiese, dass ich hier, ich darf echt nicht zu doll drücken. So, hier kommt das Kegelrad. Ich weiß nicht, es soll offensichtlich ein Stück rausgucken. Und hier, so. Pflicht erfüllt und tschüss. So, das sieht gut aus. Warum packe ich den so schnell weg? Zack, zack, das ist das. Nein. Gut, dass ich nochmal kontrolliert habe. Das ist der 7er. Der 7er, das Zahnrad kommt ungefähr in die Mitte. Jo. Okay, dahin aber auch wieder mit. Oh, 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 es hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir es vorstelle. Ja. Die sehen zwar in der Abbildung gleich lang aus, aber es liegt an der Perspektive. Okay, da findet schon mal eine Übertragung statt. Gut, was haben wir hier? Ein einmal 6 und ein einmal 8. Beim einmal 8 steht es dran. Gut, jetzt muss ich gucken, wo bin ich? Jetzt kann ich das nicht mehr so gut nach unten packen. So, auch der soll zwischen die. Nee, zwischen die. Und zwar dazwischen und dazwischen. Gut. Na, gucken, und hier unten sind auch Jumper Plates. Ah. Sehr schön. Ja. Bisschen vorsichtiger. Nochmal. Da. Zwischen den Noppen.
Gut, dann haben wir hier noch eine 7er Achse. Nochmal kontrollieren. 7er Achse, Connector. So, dann haben wir hier zwei kleine zwei Achsstopper. Ach du grüne Neune. Und das Zahnrad hier. Hättet ihr mich. Ach nee, das. Oh, das konnten sie mich nicht vorher anbauen lassen, weil wir jetzt hier durch etwas durchgehen, das. Oh, nee, später. Also. Vielleicht hättet ihr mich das wenigstens schon mal anbauen lassen können, als es noch nicht. Wie soll ich denn da jetzt? Na, wisst ihr was? Wir nehmen diese ganze Konstruktion hier nochmal ab und bauen in Ruhe die Achsstopper an. Weil die beiden Achsstopper, die können wir schon mal anbauen. Da soll so ein kleiner Abstand zwischen den beiden sein. Und dann können wir das von hier oben einfädeln. Und dann können wir hier unten das Zahnrad einsetzen. Ich muss mal von Achse. Sagen wir mal so. Meine Technik, das kann, so wie ich das jetzt gemacht habe, kann man das natürlich nicht in der Anleitung zeigen, aber eigentlich ist es der einzig gangbare Weg. So, der guckt unten ein Stück raus, wie in der Anleitung, genau. Weil hier, glaube ich, hier kommt der Motor hin, dann dreht hier der Motor, dreht das und dann dreht sich hier diese senkrechte Achse, geht nach oben und treibt diesen ganzen Kugeltransportmechanismus an. Glaube ich. Aber was weiß ich schon. So, eine 8er, eine 5er. 8, 5. Zwei Achsstopper. Ich pack dich mal kurz zur Seite. Zwei Achsstopper. Zwei schwarze Pins mit Stopp 2. Sie wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich glaube, das seid ihr, ne? Treffer versenkt. Das sind die 13er. Und was noch? Nö. Wir bauen wieder sowas ähnliches wie eben. Also wie unten. So, ein Achsstopper. Ein Connector, ein Achsstopper, Pin, Achse nach unten. Jetzt müssen wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Konstruktion. Ich habe noch was vergessen. Sag ich doch. Noch ein Connector. So. Moment, wo wird jetzt gezeigt? Da wird es gezeigt. Ich weiß nicht, wozu diese Achskonstruktion hier ist. Weil es kann sich nicht drehen. Vielleicht hält sich da irgendwas nachher noch fest. So, 4 und 1. Nun ja. Ich gehe mal davon aus, das ist der eine. Genau. Und 4 von einer Sorte habe ich nur noch die hier. Also müssen das die hier sein. Und die sollen nämlich jetzt
schön, wie das alles passt. Vielleicht sollte ich dir mal so, dann habe ich die Anleitung vor mir. Und das Gebaue ist ein bisschen weiter weg. Oh, 12,9. Lass mich raten. Also, das sind 4, 8, 12. Check. Ja, es sind 9er. Ich habe auch von keiner anderen Sorte so viele. So, was nu? Moment, ich soll 12 davon. Ah, aber 10 kriegen Pins. Dafür brauche ich 20 Pins, weil hier sind ja schon Pins. Ne? An dieser Konstruktion sind ja schon Pins. Oh, das war mein Mikro. So. Machen wir mal hier kurz Fließbandproduktion. Na. Umdrehen. Bin aber auch ungestüm heute. Ja, ich glaube, wenn die Hürde fertig bin, muss ich erstmal den Boden absuchen nach Pins. So, jetzt habe ich meine 10 Verbinder. Muss ich nur noch rausfinden, wo sie hin sollen. Also, das ist der, der schon sich festhält. Ah, ganz einfach. Immer an den Säulen. Nicht an den Säulen. An den Säulen. Ah, das ergibt Sinn. Das gibt Halt. Das gefällt mir. Weil das ist ja immer das Problem, wenn man so Sachen aus Klemmbaustein baut, dass es auseinandergehen kann. Und das kann jetzt hier schon mal nicht mehr passieren. Hier haben wir allerdings noch nichts in der Richtung. So, was bauen wir jetzt? Jetzt brauchen wir die ganz 16. Ja. Ganz klein. Ziemlich groß. So, okay, hier kommt Technik, 2x4, 2x3, es bleibt eine Dreierlücke und dieses Ganze okay, kommt jetzt haben wir hier auch einen Abschluss. Oh, oha. Ich, du kommst kurz weg. 1, 2, 3, 4. 2, 2 9er, das waren die. 1, nobody knows it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das bist du. Ein Elfer und eine einmal 4. Ne, 2 einmal 4. Hier so eine Konstruktion. Ja. Dahin. Dorthin.
Das Ganze soll jetzt tja, nicht so einfach. Das gleichzeitig. Ja. Gut, hier haben wir jetzt so einen kleinen Vorbau. Das scheint der große zu sein. Gott, das geht ja wieder noch richtig groß hier. Ich glaube, ich muss nächstes Mal den Platz frei halten, dass ich die Anleitung dahin schieben kann. Okay, aber jetzt machen wir erstmal das hier. Wir nehmen einen davon, drei davon. Dorthin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da kommt wieder so ein T. Ach, haha, Moment. Erst anbauen, dann durchdrücken. So, 2 mal 16. Einmal 2 mal 4. Okay. Okay, das ganze Ding ist also 20 Noppen breit hier an dieser breitesten Stelle. Dann haben wir hier nochmal eine 1 mal 6. Ein einer Brick. Das ist 3, 2, 3er Fliese, 2er Fliese, dann wird ein bisschen was leer gelassen, dann kommt eine, oh, jetzt muss ich aufpassen, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich habe alles gebaut. Ich habe wieder mir die Teile vorher nicht hingelegt. Oh Gott. Die kommt zum Einsatz. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 1, 2, 3, 4, 7. Wir fangen an. Wir lassen hinten 2 Noppen frei. Dann kommen 4 von diesen Plates, dann lassen wir 2 Noppen frei, dann kommt die 2x3 und dann kommen noch 3, 2x2 und dann müssen eigentlich wieder 2 Noppen übrig bleiben, das sieht gut aus. So, 2 davon, einer davon, 2 davon, 1, 2, 3, 4. Langsam verlassen sie mich auch. So. Ach, wir bauen einen kleinen Turm. Wir fangen an mit einer Plate. 2 Bricks. Ein Technik-Brick. 2 einer daneben. Sowas ähnliches haben wir schon mal gehabt. 2 Bricks. Eine Plate. Kommt hier drauf. Aha. 4, 1 mal 6, 2 davon, 1 davon, 1 davon, 1 davon. Ah, wir bauen sowas ähnliches. Wieder Plate, Brick, Brick, 1 Technik, 3er, Brick, Brick, Plate. Und das kommt hier hin. Zwei Pins. Wieder da und da. Da kommen bestimmt nachher wieder Sachen, die das alles zusammenhalten. Genau. Ah, oh, spannend.
Diesmal bauen wir die zuerst an. Die hättet ihr mich auch anbauen lassen können, bevor ich das, ja, vergessen habe. So, wo sind meine letzten 9er? Hallo. Ja, ich weiß, dass das schief ist. Ich kann schlecht alle gleichzeitig anbauen. So, noch. Achso, das sind die beiden. Jetzt kommen die beiden 13er. In Zusammenarbeit mit 4 Pins. Nach unten. 1, 2. Okay. Oh. Tessie. War abgelenkt. Ja, genau. Ballmaschine. Ball Contraption. Schön, schön schwarz alles. So. Und ein bisschen verwinkelt, wie ich gerade merke. Ich. Habe ich hier mir mich mit den Pinholes verzählt? Nee, habe ich nicht. So. Und. Achso, andersrum. Und. So. Ja, das sieht gut aus. 4 Neuner habe ich noch. 4 Dreier habe ich auch. 16. Hm. Ach, wir bauen 4-mal das gleiche. Okay. Oben. Unten. Mitte. Mitte. Oben, unten. Mitte. Mitte. Alles sehr auf Stabilität bedacht, dass man das nachher auch anheben kann, ohne dass es sich dabei in alle Einzelteile zerlegt. Was wollte ich jetzt? Wo kommen die hin? Da, da und da. Okay. Okay. Ist jetzt schon unhandlich. Also, die sollen sich in diese grauen Dinge verhaken. Das ist nicht einfach. So. Da und da bitte auch. Und aha, deswegen ist hier ein Technik-Brick, weil jetzt gegenüber von dem Technik-Brick ist der Dreier-Liftarm. Aha. Suddenly all makes sense. So, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Jetzt kommt die 5er Achse, die 2, die Bar, die, wo habe ich die, wo habe ich? Da. Da sind die Studs. Brauche ich einen normalen Pin. Einen eigentlich blauen Pin. Gut, und wir fangen wieder hier mit denen an, damit wir den blauen Pin, der schwarz ist bei mir, nicht durcheinander kriegen, wird er sofort verbaut. Okay, hier kommen 2 Studs übereinander.
das so eine Art Kurbel? Es wird doch nichts gekurbelt, es ist doch elektrisch. Oder ich kann irgendwas auslösen damit. Moment. Nö, das löst gar nichts aus, das steckt hier nur drinne. So. Als Knubbel. Achso, da hätte ich zwei von gebraucht. Nicht. Na. Oh. Hallo? Kein Bock. Und die Achse soll so... Boah. So auf Halbzeit. Und die soll da. Warum auch immer da jetzt eine Achse hin soll. Gut, was haben wir noch? Einen normalen 1x2, ein 1x2 Technik, 4 1x4 Plates. Auf. Und nochmal zwei Plates. Platey Plate. Und das kommt dahin. Ach, ich habe ja auch noch einen Tee. Ah, und das kommt da dran. Und das hat nämlich... Da kann wieder was durch den Technikpin durch. 1, 2, 3, 4 und ein Einer. Der Einer kommt wenig überraschend auf den Einer. Und die Zweier kommen wenig überraschend auf die Zweier, die hier noch unbebaut sind. So, Neuner Achse. Neuner Achse. 3 Slopes in hellgrau, 4, achso, ja, die sind auch dort, wenig überraschend alles da, die beiden, du, die Hülse, 3 Brackets, ich glaube, das war es erstmal. Gut, da muss ich aufpassen. Das sind die... Ich weiß gar nicht, wie unterscheidet man Technik-Bricks mit Pinholes von Technik-Bricks mit Axle-Holes? Oh, okay, du sollst in die Mitte. Ja, vielleicht hätte ich das zum Schluss anbauen sollen. 1, 2... Ups. 3, 4 Plates schräg übereinander gestapelt. Spannend. Der soll sich an der Noppe festhalten. Hab ja grundsätzlich nichts gegen solche Konstruktionen, solange dass die Klemmkraft der Teile mitmachen. Gut. Achse. Na, das wird ja challenge. Oh. Also, jetzt soll ich die Achse... Mach mal Platz. Also die Achse soll von da nach da. Aber Moment. Dann dreht sie sich ja nicht mehr. Okay, sie soll sich nicht drehen. Okay. Ich nehme mal den Schlitz nach oben. Die machen das mit dem Schlitz nach oben. Ich habe nachher wieder Schiss, dass es irgendwie eine Bedeutung hat. Also, du sollst durch die durchgehen.
und dann durch den Zweier-Liftarm durchgehen. Ja, so. Was auch immer das soll. So mit dem Abstand kann ich das nur ungefähr abschätzen. Bisschen mehr nach da. Schwer zu sagen. So, the last große Liftarm kommt jetzt hier einmal quer rüber. Dann kommt da eine Fliese. Da eine Plate. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich muss noch so einen haben. Ah, und jetzt erschließt sich auch. Leute, das kommt höhentechnisch nicht hin. Oder habe ich noch was vergessen? Doch, ich habe noch was vergessen. Genau, den habe ich vergessen. Jetzt ist alles gut. So, und jetzt sagt er mir nämlich von unten, wo der hin soll. Und ich habe ihn an der richtigen Stelle schon. Oh, manchmal bin ich ja auch. Manchmal. Ja, du hängst da nur an so wenig. Gut, jetzt soll ich noch ein bisschen was mit Fliesen machen. Also, ich habe hier eine Fliese, da habe ich noch was. Also, der soll dahin. Dahin. Also ich hoffe, dass das noch ein bisschen Stabilität bekommt, weil klar, muss Stabilität, weil so hält es ja überhaupt nicht. Hier, das muss noch verbunden werden. Gut. Das war doch schön. Stunde 5 für den ersten Bauabschnitt. Und im nächsten Bauabschnitt bauen wir hier diesen ganzen Trakt noch. Also hier passiert nicht mehr so viel. Hier wird nur ein bisschen offensichtlich mit Fliesen verkleidet. Und hier wächst das Ding noch nach oben. Gut, würde ich sagen, um die Zeit noch sinnvoll zu nutzen. Ich will mal kurz gucken, ob ich hier die Pins finde. Nein, gucken wir doch mal. 2, 2, 2. Damit beim nächsten Mal. Ah, da ist der Pin. Ach, mit den ganzen Kabeln, das mache ich nachher, wenn ich nicht mehr kabelgebunden bin. Riesentüten, wo nichts drin ist. Vielleicht sollte ich eine zur Zeit aufmachen. So, ich wollte den hier als Lesezeichen benutzen. Jetzt ist aber erstmal sortieren. Wirklich leer. So, dann machen wir doch hier wieder one for the lift arms and one for the technic bricks. Dann haben wir das schon mal sauber getrennt. Das sind normale technic lift arm brick technic brick.
Das ist aber ein größerer. Könnte noch ein paar Technik-Bricks gebrauchen. Nein. Gott, oh Gott. Super. Gleich die Teile wieder wegschmeißen. Vielleicht sollte ich... Wir gucken mal. Also wie gesagt, mit den Tüten waren sie wirklich sehr großzügig. Oh, Kettenglieder. Kettenglieder, ne? Habe ich hier auch. Sieht man gerade noch. Habe ich hier auch auf meiner Matte. Kettenglieder zählen. Oh, und Zahnräder. Schon so schön mit den Bricks angefangen. Weiß ja am Anfang immer nicht, ne? Wovon hat man wie viel. Deswegen erstmal auf, sortiere ich erstmal auf gut Glück. Oh oh. Sit. Wo packen wir euch jetzt hin? Größentechnisch würde ich sagen, hier mit zu. Blaue Pins werden gleich aussortiert. Ich sehe gerade, ich habe auch jetzt diese Pins. Die habe ich, glaube ich, habe ich die auch in schwarz? Ich weiß es nicht. Muss ich nochmal gucken. Es war mir in der Anleitung gar nicht so aufgefallen, dass ich von diesen hier auch noch so viel habe. Muss ich mal gucken, ob ich die auch ersetze. Technikpin, genau genommen. Kein Technikpin. Moment, Technikpin. Das ist ganz wichtig. Warte mal, dann machen wir wieder, das ist 2 und 3 Pins und hier haben wir 2 und 1 Pin. Obwohl, das ist auch... Ach, genau genommen sind es 3.
das werden auch zu viele. Packen wir euch mal dazu. Das da, 3, 2. Geht jetzt einfach nach Anzahl der Noppen. Ja, die Unterlage ist letztens angekommen. Die habe ich mir bestellt. Die ist von Rebrickable, von dieser Website, wo ich ja auch oft Sachen nachgucke. Und die haben so eine Matte sich ausgedacht. Und das alles drauf, was das Herz begehrt. Ne? Technik-Bricks, Liftarme, normale Bricks, Achsen, Zahnräder, Kettenglieder, Farben, so gut es geht. Sie sagen natürlich, ja, Farben ist natürlich nur Pi mal Daumen, aber die ist praktisch. Einer, Zweier und Achsstopper. Und es ist eine schöne Unterlage. Besser als so ein glatter Tisch. Wieso ist hier ein roter Pin dazwischen? Also ich habe denselben Pin in schwarz. Warum? Vielleicht ist der wichtig. Vielleicht sagen sie, der ist wichtig. Vielleicht ist der optisch schön, aber verstehen tue ich es erstmal nicht. Kommen wir auf jeden Fall dahin. Left Arm. Das verstehe ich nicht. Warum sind in dieser Tüte jetzt nochmal Teile drin, die ich schon hatte? Oh, das ist eine super spezielle Plate oder Fliese. Oder, oh, hier kommt. Jetzt kommt hier eine rote. Wir hatten doch schon eine schwarze Zweierachse. Why? Ach, muss ich doch wieder. Auch speziell. Ja, blaue Pins werden gleich aussortiert. Warum hier noch so ein paar andersfarbige Sachen zwischen sind, ist auch deren Geheimnis. Vielleicht ergibt sich das beim Bauen. Und hier ist wieder eine Bar. Warte mal, wo habe ich vierer Sachen? 2 und 1. Das sind alles 1er, 2er. Vielleicht muss ich das nochmal auseinander sortieren. 3 Pins. Ganz 2er-Achse in schwarz. Ich verstehe es nicht. Also ich könnte natürlich sein, dass sie sagen, ja, warte mal ab, wenn du es baust, dann wirst du erkennen, dass das Sinn ergibt, dass das eine so und das andere so ist. Zahnrad. Ich glaube, ja, wie gesagt, muss ich noch mal ein bisschen auseinander sortieren. So, und das ist schon die letzte Zweiertüte. Oh. So, das passt dahin. Ui. Jetzt kommen hier nochmal wieder Liftarme. Also wie gesagt, wie diese Hersteller teilweise ihre Tüten organisieren, ist mir echt ein Rätsel. Das ergibt so überhaupt keinen Sinn. Hier kommt nochmal wieder sowas. Technik-Brick. Wo hatte ich da dich? Da. Nee, Moment. Hatte ich die überhaupt schon? Zahnrad. Mehr Zahnräder.
muss ich hier aufpassen, dass ich mit den jeweiligen Längen hier nichts verkehrt mache. So, das dahin. Dahin. Noch so ein. Wie gesagt, ergibt überhaupt keinen Sinn, dass die Teile in verschiedenen Tüten waren. Das, das, das. Brackets. Ja, bei den Brackets weiß ich jetzt wieder überhaupt nicht, wo ich die hinpacken soll. Ich habe ja hier genug Platz. Hier sind ja eigentlich Technik-Bricks, aber ich habe hier jetzt auch so ein paar Exoten-Bricks einsortiert. Den. Und sehr schön. Was macht diese Farbe hier zwischen? Du kommst mal dahin. Jetzt sind hier auch noch wieder Liftarme. Also es ist, wie gesagt, ich wiederhole mich. Es ergibt keinen Sinn, wie die Teile teilweise hier. Achsstopper Zahnrad. Da. Alles, was 3 und 4 hat. Dahin. Exoten dahin. Warum, wo habe ich eigentlich einer Bricks hingetan und warum sind sie hier zwischen? Ach, guck mal, hier ist noch ein Technik-Brick. Ja, schon besser. Jetzt haben wir hier wieder so viele. Schmeißen wir damit rein. Es wird irgendwie zu viel, aber wie gesagt, das muss ich dann wahrscheinlich nochmal auseinander dividieren. Drei kommt dahin. Das ist jetzt, glaube ich, nur noch alles. Ups, das ist noch ein Liftarm. 3. Okay, ich würde sagen, das ist dann wirklich too much. Dann kommen die ganzen, genau, das ist doch schön. Hier ist jetzt 3 und 4 Noppen. Und das hier unterteilen wir nochmal nach 1 und 2 Noppen. Und dann war's das. Weil Time flies. Ich muss erstmal gucken. Da ist die richtige Uhrzeit, weil ich habe hier ja diese Uhr auf dem Schreibtisch, die ist vom Hersteller aber gedacht gewesen als hat dauernd Strom. Und ich zwinge sie ab und zu mir doch mal eine ganze Weile zu überbrücken und dann geht sie doch deutlich aus dem Ruder, was die Uhrzeit angeht. So, das sind jetzt einmal zwei. Aber auch nur so standardmäßiger einmal zwei. Alles, was ein bisschen mir zu sehr abweicht, geht in die andere Abteilung. Sind jetzt hier echt nur Plates, Slopes. Aber alles, was so modified ist, ist hier mit drin. Genau.
So, und hier sind die ganzen 1x1er. Ja, das gefällt mir, weil die Schüssel benutze ich so ungern. Die ist so, da ist der Boden so. Deswegen steht die so unsicher. Gut, dann, tja, ist das doch eine gute Ausgangssituation fürs nächste Mal. Aber da muss ich dann mal gucken, wie ich die Sachen vielleicht ein bisschen mehr aus dem Weg räume, damit ich ja, Platz für die Anleitung und fürs Bauen habe. Können wir einmal noch kurz durchscannen. Ja, hier, ich glaube, das ist die Kugelzuführung. Also ich glaube, hier baut man nämlich, deswegen sind hier diese vielen hellgrauen Slopes, man baut, glaube ich, so eine Art Trichter, also so einen Zulauf für die Kugeln. Und deswegen diese Form. Und deshalb auch das Grau. Achso, ich sollte vielleicht die Hand dazwischen halten. Genau, man baut hier nämlich wirklich so eine Art Trichter. Genau, ich würde jetzt nur mal gerne wissen, also hier Y rot. Das habe ich beim Durchgucken gar nicht geschaut. Okay, das heißt, ich muss nochmal meine schwarzen Pins, die anderen Abteilungen rausholen. Wo leuchtet das hier eigentlich grün? Da. Okay. Da setzen wir diesen grünen Stein ein. Okay. Wenn die das so wollen. Ein paar Farbtupfer. Gut, Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Die schwarz mit Kopf hätte ich gerne bei dem Jeep gehabt. Da hatte ich eine braune mit Kopf. Da hätte ich gerne diese schwarze gehabt. Ja, hier kommen... Ah, genau, hier bauen wir nämlich so eine... Deshalb auch grau, ne? Das hier, die Kugeln rollen dann nämlich hier runter und rollen dann hier rein und so weiter und so fort. Also alles, was grau ist, ist Kugelzuführung. Dann müssen wir dann natürlich einen Rahmen drumherum bauen. Genau. Und hier bauen wir die Kette. Und an die Kette kommen diese Dinge. Ach, das ist farblich okay. Und die greifen sich dann nämlich immer eine Kugel. Ne? Also hier in diesem Ding liegen nachher die Kugeln, also in diesem Bereich. Und diese Kette mit diesen vorstehenden irgendwas, die krallen sich quasi immer eine Kugel und nehmen sie so mit. Das ist das Kugeltransportband. Ach, und hier wird quasi auch schon so eine kleine Murmelbahn gebaut. Aus diesen Slopes wird so eine Art Murmelbahn gebaut. Ja, und dann bauen wir hier halt so ein, geht schon langsam der Turm. Genau, das ist nämlich dann hier die Vorrichtung, die andere Kugel nach oben Transportiervorrichtung. Aber was ich noch nicht verstanden oder was ich noch nicht gesehen habe, weil ich nicht drauf geachtet habe, wo zum Henker, also hier ist eine rote Achse, das macht nichts, weil die kommt in einen Connector, die sieht man hinterher nicht. Also die haben tatsächlich sich die Mühe gemacht, eine rote Achse zu nehmen, wo man es nicht sieht, und eine schwarze Achse, wo man es vermutlich sieht. Aber ich habe immer noch, ich habe jetzt wieder nicht darauf geachtet. Also, die kommen da zum Einsatz. Das werde ich zu verhindern wissen. Aber wo kommt der zum Einsatz? Keine Ahnung. Gut. Egal. Interessiert jetzt auch nicht mehr so richtig. Jedenfalls mich nicht. Ja, das war doch schon mal ein guter Einstieg. Jetzt haben wir hier schon mal, kann ich ja mal kurz zeigen, das quietscht ja nicht. Ne? Jetzt haben wir hier das... quasi das Grundgestell, und hier kommt
diese schräge mit diesen Flügeln, wo die Kugeln so nach oben gewuppert werden. Und das hier ist halt der Bereich, hier kommt dieses Fließband sozusagen. Genau. Ja, so gut wie fertig. Also ist die Frage, was man Basis nennt. Man kann auch sagen, das ist die Basis. Das Fundament steht. Ne? Und jetzt kommen hier halt hier der Kugeltrichter, der Turm nach oben. Und hier auf diesen Teil kommt ja nachher der eigentliche Teil, der zählt. Also diese Bahnen mit WIP-Effekt und so weiter und so fort. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen eintönig, weil diese einzelnen Etagen von diesem Zählwerk sind, glaube ich, alle ziemlich identisch. Aber das werden wir dann sehen. Kommt Zeit, kommt Pin, kommt Noppe. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wann es hier so baulich weitergeht. Irgendwann. Morgen ist höchstwahrscheinlich erstmal wieder das großes Finale bei meinem Gaming-Stream. Wenn nichts dazwischen kommt. Ich bin immer vorsichtig. Egal. Ich sage schon wieder viel zu viel. Tschüss.